wirklich schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wir gehen weiter in die Vektorgeometrie hinein. Und zwar ganz konkret geht es heute darum, wie du eine gegebene Normalenform, also so etwas, in die Koordinatenform umwandelst. Wenn dich das ganz interessiert, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns wie gewohnt nach dem Intro wieder. So, wir haben also so eine Normalenform gegeben, wie du sie oben siehst, und wir suchen dann so eine Koordinatenform. Du weißt vielleicht, dass eine Koordinatenform hier Zahlen hat für das n und das d ist auch eine Zahl. Wie kommt man jetzt von so etwas zu so etwas? Naja, im Endeffekt ist es nur ausmultiplizieren. Das heißt, diese große Klammer, die du hier siehst, die muss weg. Klammer mal irgendwas, das kennst du vielleicht schon aus der Unterstufe. Naja, das heißt, dass man alles in der Klammer mal dieses irgendwas nehmen muss. Das heißt, wir werden das beides hier mal nehmen. Das sind übrigens Skalarprodukte. Und das beides mal nehmen. Wenn wir diese beiden Skalarprodukte anwenden, dann werden wir vielleicht noch die Zahlen auf die andere Seite bringen. Und dann haben wir auch schon diese Koordinatenform. Skalarprodukt sollte dir zu dem jetzigen Zeitpunkt schon ein Begriff sein. Wenn nicht, dann schau bitte in die Infobox oder hier auf dieses i. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. So, fangen wir an. Wir wollen also jetzt diesen Vektor mit diesem Vektor machen. Was ich aber vorab machen würde, ich würde mir diesen Vektor x, der jetzt hier nur als x mit einem Pfeil darüber steht, nochmal umschreiben als x1, x2, x3. Das heißt, der erste Schritt ist, wir schreiben uns diesen Vektor x als x1, x2, x3 hin und den Rest schreiben wir erst einmal ab. So, und das Ganze dann mal minus 1, 0, 4 gleich 0. So, nächster Schritt. Jetzt versuchen wir, diese große Klammer, die du hier siehst, aufzulösen. Das heißt, wir nehmen einmal diesen Vektor mal diesen Vektor. Das heißt, x1, x2, x3 mal minus 1, 0, 4. Und jetzt kommt das Minuszeichen aus der Zeile darüber. Und jetzt müssen wir den Vektor mal den Vektor nehmen. Also 1, 2, 3 mal minus 1, 0, 4 gleich 0 bleibt erhalten. Jetzt siehst du hier zwei Skalarprodukte. Das hier ist das erste Skalarprodukt und das hier ist das zweite Skalarprodukt. Und genau diese beiden Skalarprodukte, die werden wir jetzt ausrechnen. Du weißt ja, Skalarprodukt funktioniert irgendwie immer so. Oben mal oben plus Mitte mal Mitte plus unten mal unten. Wenn ich das jetzt also hier auf dem ersten Teil anwende, x1 mal minus 1 sind minus 1x1. x2 mal 0 fällt weg, ist 0. Und x3 mal 4 sind 4x3. So, da fehlt natürlich eine 3. Erstes Skalarprodukt angewandt. Jetzt kommt das Minuszeichen. Und hier würde ich immer noch mal eine Klammer setzen, sonst kriegst du irgendwelche Vorzeichenfehler unter Umständen. Jetzt wenden wir hier drauf das Skalarprodukt an, also oben mal oben. 1 mal minus 1 ist minus 1. Plus 2 mal 0 fällt weg, können wir vernachlässigen. Und 3 mal 4 ist 12. Du kannst dir vorstellen, was wir jetzt machen. Wir rechnen jetzt diese beiden Teile zusammen und lösen dann diese Klammer auf. Also ich übernehme erst einmal minus 1x1 plus 4x3. So, wenn ich jetzt minus 1 plus 12 rechne, minus 1 plus 12 ist offensichtlich 11. Dann steht dann jetzt minus Klammer auf, 11 Klammer zu. Naja, das Minuszeichen vor einer Klammer dreht hier alle Vorzeichen um. Aus der vorerst positiven 11 wird dann eine minus 11 gleich 0. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist diese negative 11 von der linken auf die rechten Seite durch eine Plusrechnung, weil sie ja negativ ist, ja herüberzubringen. Wäre das hier positiv, würde ich ein Minus rechnen. Also plus 11. Wenn man dann möchte, kann man sich hinschreiben, minus 1x1. Vielleicht ist dir das auch lieber, wenn nochmal die 0x2 da stehen. Kannst du gerne hinschreiben, du kannst es aber auch komplett weglassen. Plus 4x3. Wenn man bei einer Gleichung etwas macht, weißt du, muss man es auf beiden Seiten machen. 0 plus 11 ist 11. Und das ist dann auch schon deine Koordinatenform. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das Video so geholfen hat. Wenn ja, dann vergesst bitte nicht zu bewerten, zu kommentieren und zu teilen. Und wenn du noch weitere Videowünsche hast, dann schreib mir unbedingt gerne hier einen Kommentar. Oder du siehst auch irgendwie jetzt hier eingeblendet die anderen sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und Snapchat. Du kannst mich auch gerne da anschreiben, dann werde ich nämlich zu deinen Videowünschen passende Videos machen. Das war's jetzt für heute. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.